Lieblingsmomente von meinem Leben habe ich gelernt zu fliegen. Ich kann fliegen. Musik machen ist fliegen. Auf der Welt umreisen ist fliegen. Und eine künstlerische Vision zu verfolgen, gibt eine Illusion von Unsterblichkeit oder von Fliegen, von nicht in der Realität sein. Es hat etwas Beunruhigendes. Fliegen kann auch bedeuten, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Und wahrscheinlich die zweite Hälfte des Lebens, weil ich mich mehr mit Landen beschäftigen musste. Das kann ich noch nicht so gut. Mosquitoes tonight, I can tell you that. Yeah, I know. It's gonna be Mosquito Fest. What's the band? Nerf. Nerf? Yeah. Okay. Well, you can pull up. Okay, cool. John Davis. Jojo Mayer. Ladies and gentlemen. Pat Noonan. Yeah. Drum elf. Drum elf. Mit dem Hippie Festival ist es sehr interessant, weil wir können eigentlich aus einer komplett anderen Szene, aber ich kann da genau das machen, was ich mache. Die haben uns eingeladen. Wir haben gesagt, wir können nicht mehr spielen, unser Keyboarder kann nicht. Und sie haben gesagt, wir können nicht etwas, können nicht zweiter kommen. Und okay, let's do it, oder? Was ich attraktiv finde, ist, dass es komplett ohne Corporate Sponsoring auskommt. Aber es wäre wahrscheinlich interessant, zu wissen, dass ich heute Abend etwa 12-mal mehr verdiene, als wenn ich mit der Beyoncé im Madison Square Garden spielen würde. Weil entweder heute Abend sehr gut bezahlt ist oder dort extrem schlecht. The older I get, the more I'm interested in the values that we like in music, you know? Empathy, alertness, curiosity, courage. Those values are the essential things that makes it important to like preserve, because we're living in a time where music and art has become commodity, you know, and not so much a form of profound human expression, you know? Anyway, and another question. Yes, please.
Das Konzept von Home oder von die Hei, das ist ja das wird problematisch, wenn man das macht, was ich mache. Also ich meine, wenn es etwas gibt wie irgendwie ein Zuhause, das wäre ein Gefühl zu haben, dass etwas nicht temporär ist, sondern stabil, oder? Wenn ich Musik spiele, das ist eigentlich das nächste Gefühl von Zuhause. Five years, New York. Ja. Das ist das sind die gsi. Das ist die Anfangszeit gsi. Der Bandname Nerve, der ist entstanden, habe ich aus der Luft gegriffen, weil der Journalist von der New York Times hat mich gefragt, wie heisst die Band? Und ich habe gesagt, und ich kann nicht sagen, das ist keine Band, das ist eine Jam Session. Aber ich habe gesagt, oh, die Band heisst Nerve. Und es ist einfach geblieben bei dem, oder? Die Easy Bar hat eine Kapazität von etwa 80 Leuten gehabt. Und nach 3-4 Monaten hat es in der Easy Bar unten etwa 200 Leute gehabt. Und draussen sind etwa 200 Leute angestanden. Das war klaustrophobisch. Das ist dann irgendwann nach 8 Monaten musste ich einen grösseren Ort haben. Und dann bin ich in Shine und dann habe ich bei den Beats angefangen. Die grosse Party im Shine Club. So mit Live, Drum and Bass und Electronic Beats. Anfang war, für mich authentisch zu werden. Also wirklich eine eigene Sprache zu haben. Yes. Snubbel ist ein Überbleibsel vom alten New York, vom wilden New York, vom künstlerischen New York, wo es nicht mehr so gibt, oder? I opened it up. I like checked all the ribbon connections. Everything seems fine. I booted it up. If the blue light comes on. Snubbel ist eine Oase geworden für irgendwie einen grossen Teil von New Yorker Musiker, Künstler und Zwischenfall von experimentellen Jazz, elektronische Musik. Nicht nur Musiker, sondern auch bildende Künstler. Heute machen wir ein bisschen Pre-Production. Das heisst, wir probieren ein paar neue technische Sachen aus, musikalische Sachen aus. Und dann zu Abend geht das Zeug auf die Leute loslassen. Das ist eigentlich die Idee an diesen paar Tagen, die wir jetzt hier arbeiten.
John, we can't use your sequence piece and like integrate that thing that we did yesterday. We could. Should we install that your sampler? The only problem is if we want to have the click, we don't have enough channels to have it and the click. The thing is, we don't need it for the room, but you need it for your in-ears. So yeah. I'm just gonna do it the simple way. I mean, turn off the overheads for a second. You know, a lot of times JoJo will come to the table with a million crazy ideas that are, oh, can we use this thing and this and my phone and this pedal and all this stuff, and I have to be like, just stop for a second, like, you know, kind of like get bombarded with a million ideas, but then it's like, okay, well, like, that's actually a really good idea, and that's a really good idea. I guess in a lot of ways, my role in terms of the communal relationship aspect of the band is to sort of filter all of JoJo's ideas and down to the ones that we can actually execute. Ich mache nicht elektronische Musik, sondern ich assimiliere kontemporäre Ästhetik. Das heißt, ich mache eine Abstraktion von programmierter Musik in real time. Für das muss ich nicht nur meine Spielweise, sondern auch mein Equipment ständig neu erfinden und weiterentwickeln. I'll give you the directions. It's easy to find. Can I make it right? Yeah. Please, it's swing. Yeah, I can do it. I'm good. Okay. Left turn right on South First Street. John Fell is one of the most knowledgeable people when it comes to drums in New York City. He builds drums, he restores drums, he fixes drums, he invents things, and he's kind of like, to me sometimes, what Q is to James Bond. And I'm learning That's a lot. Generous. I'm learning a lot from him, and right now we're working on a little pet project, which is called the Snare Sizzler, which might be a pipe dream, or might be something useful, and I'm here to just see the first prototype that he's been working on like last night. It's pretty cool. The thing that's clear is that the closer to the center of the drum, the more volume you get. Of course, yeah. Yeah. But it's definitely, it's got some... This is not a bad idea. Well, this is kind of cool. We should try it on a snare. Let's try it on a snare. Yeah. Also bei dem Experiment, bei dem Prototyp, geht es im Moment eigentlich darum, einen Effekt zu erzeugen, den man normalerweise von elektronischer Musik kennt. Oder? Quasi den gleichen Effekt mechanisch zu erzeugen statt digital. With the snares on a little further out, brings it out a little bit more, but it also muffles it. Die Idee, auf New York zu gehen, war immer schon da, unterschwellig. Zum einfachen Grund, weil meine Antenne hat einfach immer schon die Signale empfangen, die da generiert werden. Schon als Kind. Also 80% der Musik, die ich gehört habe, ist aus Amerika gekommen. Der Jazz, R&B, Soul, Funk, Rock. Ich bin mit einer völlig eklektischen europäischen Vision da gekommen. Was Jazz anbelangt, ich habe gemerkt, dass ich 40 Jahre zu spät gekommen bin. Es war keine progressive Musik mehr, sondern eine konservative Musik. Und alle sind rückwärts gelaufen und haben sich an der Vergangenheit orientiert. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich etwas anderes machen will.
gaf om even breaks en drum and bass beat te spelen, is het echt een radikale schritt geweest, wat zich abgehoben heeft van alle anderen die ik vorher gemacht heb, en zich ook abgehoben heeft van alle dem, die alle anderen gemacht hebben. Heute ist es einfach so, dass wenn ich das spiele, reagieren die Leute stark darauf, weil es etwas ist, was sie kennen oder? Und sie eigentlich immer wieder wollen mich hören. I like Amen Breaks, oder? Aber was wir heute machen, ist eine Abkehr von dem. Oder? Der James Taylor wird so lange erlebt, mit dem er Fire and Rain spielen. Es ist nicht, dass er keine anderen Songs kann schreiben kann. Es ist auch irgendwie... Die Leute... They like it, or why should I not give it to them? I am an egocentric, you know, maniac, but not because I'm an egocentric maniac. It's totally unpractical for us to play with other bands. Technically, it's a nightmare. Die ideale Version von was Nerve ist, ist glaube ich, eine Musik zu machen, die passiert im Moment. Ein Schritt weg vom Theatralischen, vom Präsentieren, vom Vorspielen. Oder wir wollen nicht vorspielen, wir wollen Musik machen, die nicht mehr aus einer Intention entsteht, sondern wirklich aus einem gemeinsamen, momentanen Erlebnis. Oder wir wirklich nur noch ein Medium sind, das das ermöglicht. New York City, that's my city. A lot of other spots is hot, but not really. Greedy, needy, garbage, graffiti. City of insomniacs, we not sleeping. Project hustle, progress struggle. Etwas ganz Grundsätzliches der Improvisation ist im Jetzt zu leben und sich mit dem Moment auseinandersetzen. That's my city. Und der Moment von der Improvisation ist die Zone, wo Intuition ins Spiel kommt, wo man Kontrolle abgibt und wo neue Sachen passieren können, die man nicht hätte planen können. I think the thing about JoJo's playing is that he really understands how to elevate the music and how to sort of like create energy. And that's a lot different from technique. There's only, you know, there's a handful of drummers that I've played with who really know how to do that. Technique is just a tool. People get caught up in that, but really what it is JoJo knows how to create music as opposed to just sports. Das ist der Keller vom Haus meiner Eltern, wo ich einen Großteil meiner Kindheit und Jugend verbracht habe. Das ist okay. Das ist ein Abstellraum. Immer noch eines meiner ersten Drumkits, die ich hatte. Das ist das Becken von Billy Higgins. Wo wahrscheinlich auf ein paar hundert legendäre Jazzaufnahmen drauf ist. Watermelon Man etc. Das ist mal bei mir gelandet. Das ist eine lange Geschichte.
ich glaube, der Raum war eine Zone, wo die Außenwelt keine Access gehabt hat. Das war meine Bubble, mein Laboratorium. Ich habe 10, 12 Stunden da unten verbracht, fast nonstop. Oder? Ich war obsess. Die Obsession war ein Ventil oder? Für vielleicht nicht wirklich können zu Schlag kommen mit der Normalität, wo häufig von mir verlangt worden ist, das, oder müssen irgendwie so sein, möglichst wie alle anderen, oder? Das hat einen extremen Konflikt ausgelöst, oder? Und da innen ist es ein Refugium gsi, oder, wo ich quasi in meiner eigenen Welt gelebt habe, oder? Ich hatte nie Schlagzeugstunden, ich bin nie an eine Musikschule gegangen. Ich habe stundenlang Passagen rausgelassen, transkribiert und dann versucht, die nachzuspielen oder zu replizieren. Ich habe einen Plattenspieler oben gehabt, oder? Das rausgelassen, oder? Und dann runtergesäckelt. Da unten wieder Ruhe gesäckelt, wieder gelassen, wieder runtergesäckelt. So, habe ich das häufig gemacht. Ja. Die Drummer, wo ich dann wirklich viel Zeit haben müssen verbringen, der wichtigste für mich ist Tony Williams gewesen. Der hat einfach für die ganze Architektur des modernen Schlagzeugspielen eine Auslegung gemacht. Ich habe irgendwann mal müssen mir das Tony Williams Verbot auferlegen und ich habe 10 Jahre lang habe ich ich habe Tony Williams mehr gehört, weil einfach meine Persönlichkeit zu nahe war. Ich bin ein Klon geworden. Eigentlich. Und Kinder lernen auf diese Art reden, indem sie imitieren und nachmachen. Und auf diese Art habe ich auch, glaube ich, gelernt, Schlagzeug zu spielen. Es ist etwas ganz Verrücktes. Ich spüre den Jojo körperlich, wenn er spielt. Ich habe ihn das erste Mal gehört spielen, als ich etwa im 7. Monat schwanger war, im Club in Capri, wo der Walli gespielt hat. Und ich bin auf dem Walli seinem Verstärker gesessen. Dort hat der Jojo angefangen, das erste Mal in meinem Bauch zu strampeln. Und erstaunlicherweise wirklich im Takt. Aber ob du das jetzt glaubst oder nicht. Ach, da ist er doch. Und das Schönste, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, hat noch ein Windelpaket da. Ja. Ah, das ist das mit dem Puff vorne dran. Er war eben so laut in der Wohnung. Wir haben im 12. Stock von einem 20-stöckigen Haus gelebt in Hongkong. Und dann haben wir ihm einfach einen Puff vorne gestellt. Und dort hat er dann dran ginken, so viel er wollte. Das war eine Produktion vom Schweizer Fernsehen mit dem Sonny Fortune. Das war noch vor seiner Tournee mit dem Monty Alexander. Er war 16 Jahre alt. 16, vielleicht 17. Das war schon interessant, der Anfang in New York von ihm. Das hat nicht als grosser Star angefangen, sondern das war noch schwer, nachdem er schon bekannt war in ganz Europa, in Amerika dann Anerkennung zu finden. Of all the drummers I know, Jojo, he's a good, you know, he's all right, man. All right, thanks. What's this? Das ist Screaming Headless Torsos mit dem Fujinski. Fuse hat man ihm gesagt. Actually, Jojo is probably one of the best drummers I've ever played with. I mean, it's for obvious reasons.
Der Jojo hat dann die an sich bekannte Band verlassen, um Nerf zu gründen. Das bin übrigens ich mit etwa eineinhalb. Das ist wahrscheinlich eines der ersten Mal, wo ich um einen Schlagzeug gehockt bin. Und, das ist meine Schwester Delia mit dem Haus hier, wo wir damals gehabt haben. Ich kann das Zimmer zeigen, wo er gewohnt hat früher. Das war das Kinderzimmer des Krokodils. Hat vor ein paar Jahren das Zeitliche gesegnet. Es ist sehr alt geworden. Jetzt hat es noch ein paar Schlangen und ein paar Schildkröten. Das hat viele potenziell gefährliche Tiere gehabt: Vogelspinnen, Skorpione, Schlangen. Aber Angst haben wir nicht gehabt. Es steckt natürlich dahinter, dass mein Vater extrem viel über die Tiere weiß und hat sich das ganze Leben sich damit beschäftigt. Es ist nie etwas passiert. Ich bin extrem stolz. Ich hätte nie gedacht, dass es in dieser Form schafft. Ich habe mir das auch nicht vorgestellt. Ich habe einfach gedacht, er soll Schlagzeug spielen als Kind. Das ist normal, er hat Talent. Und also, dass er die Schule kaputt macht, ist lieber, ich kaufe mir ein Schlagzeug oder lerne mehr zu machen damals. Ich habe relativ wenig Lampenfieber. Ich sehe dann meine Kinder in der Audience. Dann wird es ganz schlimm. Aber es ist Gott sei Dank nur selten, obwohl ich immer freut, wenn es kommt. Oder? Von den Kindern fragst du es knallhart. Oder? Hey, dort ist die Intonation nicht ganz perfekt, musst wieder mal. Und so, oder? Das sind so Sachen, die sind die schlimmsten Kritiker. Oder? Aber es ist gut, ich bin stolz, dass ich das darf haben. Das Haus, das ist eine Art Museum von der Reise vom ersten Teil meines Lebens, wo ich in ganz vielen verschiedenen Kulturen gewohnt habe. Ich habe in Spanien gelebt, in Italien gelebt, in Asien gelebt, in der Schweiz gelebt. Und das Ganze ist alles dokumentiert in dem Haus. Das ist meine erste Snare, die habe ich im Keller gefunden. Ich hatte wahrscheinlich 30 Jahre oder so nicht mehr in der Hand gehabt. Der Weg, auf dem ich mich befinde, hat extrem wenig Konstante. Und eine der Konstanten war immer die Trommel. Ich hatte eine extrem intensive Kindheit. Ich konnte gar nicht Wurzeln schlagen. Ich bin immer entwurzelt worden. Und an dieser Schule ein Jahr, an dieser Schule zwei Jahre, dann wieder gezögelt. Jetzt ist es Life of a Musician und ich war ein Teil davon. Und natürlich die Entscheidung, so ein intensives Leben zu führen, für die muss man auch Opfer können bringen. Man opfert die Sicherheit. Man opfert Ruhe. Man muss die Ruhe finden. Und die Sicherheit an anderen Orten, wie normale Leute sie die finden. Das ist extrem schwierig. Das ist jetzt einfach grosse Anforderungen. Und, ich weiß auch nicht immer, wie man das Problem löst. Oder das ist, wird das Problem wahrscheinlich nie können lösen. Möglicherweise wird das Problem für mich gelöst werden, irgendwann mal. Oder eben
Aber wenn der Körper nicht mehr mitmacht und sagt, okay, jetzt muss ich etwas anderes machen. Im Moment funktioniert es noch und solange ich kann, mache ich es. Heute ist der erste Gig, wo Nerve in London spielt. That's the very first time. Ich spiele sehr oft in London und es ist überhaupt kein Problem, einen Promoter zu finden, der irgendwie ein Projekt promotet, wo ich im Prinzip Dinosaurier-Musik spiele, ob es Jazz ist oder Rock oder R&B, irgendwie Buddy Rich Big Band Projekt, 50-jährige Musik, kein Problem, ausverkauft, 700-800 Leute. Mit meiner eigenen Band haben es bis jetzt nicht geschafft, einen Promoter zu finden oder einen Club, der uns bucht zu Konditionen, die akzeptabel sind. Und das ist sehr eigenartig, weil ich habe extrem viele Fans hier in London. Das hat einfach dahin geführt, dass ich gesehen habe, ich muss selber den Gig promoten, muss alles organisieren. So, how's everything down here? Good, looking good. Go on, guys. Mike is everything that concerns drums and percussion, Mike is the Pope of drums. Hey, 2 years I've been planning this. Right, how's that? Come on, guys. Quick first thing to figure out. The way that the riser thing works here, all the risers are built into the stage. Yeah, about this high. As high as we can go, yeah. As high as possible. Nerve can't be pigeonholed, so where could you put them? Could you put them at Ronnie Scott's, which is a jazz club? You know, where would you put this kind of... So Jojo was very specific about the kind of venue that he wanted. He didn't want people to be sitting down watching it as a concert. He wanted people to be standing. He didn't want them just to come along because it's Jojo Mayer. He wanted them to come along with music fans. So he wanted to get into that kind of audience. And promoters just don't get that. And so if you want to do something different, you have to do it yourself. So drumsticks or no sticks? No drumstick. No? It's a drum magazine. Should be pretty obvious. Yeah, I know. Yeah. Yeah, now this is perfect. This is going to be the cover. Jojo is probably the most innovative drummer of our generation. Because what Jojo's done is he's heard a style of music or an art form, and he's adjusted his drumming to fit that art form. And so when he was trying to play music, which was all done on the drum machine, Jojo's had to adapt his style to learn that. And you go back over centuries of art, and it's the people that are pushing the boundaries are the ones that are going to be remembered. And Jojo's that guy. Ready for rocking? Ready for rocking. Jojo, we were saying, what if we do footwork, and then we jam some jungle stuff? Already? We're at that tempo. I think we should play two tunes up front. So maybe we'll do footwork. Let's not overthink it. Let's go empty and just play. You put a set list next to the drum? No, I didn't put a set list. I can make one real quick. Yeah. We'll be right back.
you very much. We have a gremlin right now that I don't know if we are able to get a hold of him. Troubleshooting his bass rig, but normally he plays bass. John Davis. And here's Aaron. Aaron, say hi so we know what you look like. This is Aaron. On the keyboards, Jacob Brixel. Let's see. Whoa. Of course, this is terrifying. If something like this happens, it's terrifying. Whoa. Yeah, that's what I understand. How do we look like down there? Oh, boy. We can't be stopped by this. We will improvise. That's what we do. Yeah, my shit's been fucking up the entire show. You were getting spikes, right? I'm not sure. I mean, my controller keeps turning off and then resetting. Like, it's accelerating. Power. It's accelerating. It was tough with the technical meltdown, or? Tough. It lacht extreem op. Een technische probleem op de bühne, extreem. Dus het is doppelt zoveel energie. Jojo certainly goes way against the sort of the image of the Neanderthal drummer, because he's clearly a deep thinker, interested in culture, interested in where music and art is going. And he's a great musician. And he comes across as someone with integrity and honesty who really cares about what he does. It's furious to see him play. It's so physical. He's just thrashing time itself in an effort to open up what's inside it. Jojo is a time lord. He's entered into time and stretched it. It's morphed, it's warped. He creates this kind of density in concert, which tears the fabric of time. Viele Flüge, das Ohr, da machst und vielleicht etwas, wo mein Zuhause auch ist. Darum habe ich schon ein paar Mal in meinem Leben gedacht, okay, jetzt sind wir soweit, wieder von vorne angefangen. Das Neuanfangen, das ist wie ein Teil von mir geworden. Ich habe mich wie anfangen wohlfühlen am Rand und nicht im Zentrum. Das ist so wie bei einer Platte, die am Rand anfängt, wo die Nadel reingeht. Wenn sie drin ist, dann spielt keine Musik mehr. Und so bin ich, glaube ich, wirklich die Nadel auf dem Plattenspieler, die man immer wieder raus tun muss, um neue Musik zu hören.
Mach mal die Hand. Führen. Führen. So. Knie oben. Das ist ein Motion Capture Suit. Gut so. Das könnte vielleicht spannend sein für Anwendungen in der Musik. Ich glaube, es gibt eine sehr starke Verbindung zwischen dem, was ich mache, und dem, was der Jojo macht. Dadurch, dass unsere Industrie sich total schnell verändert. Also Live-Entertainment ist ganz etwas anderes, als was es war. Die Art, wie Künstler mit ihrem Publikum interagieren, sind völlig neu. Das heisst, wir sind beide herausgefordert, uns neu zu erfinden. Genau. Warte mal, und so, dass ich, warte mal, ich drehe mich so. Ja, okay, das so Zeug ist interessant, oder? So Sachen sind natürlich extrem gut, um Sachen zu visualisieren. Was etwas von der besten Methoden ist, um etwas zu lernen. Das ist schon sehr schnell. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das könnte funktionieren für Educational. Instructional oder halt einfach Artistik. Man könnte auch eine App machen, wo man könnte. Ah, das wäre sehr geil. Man könnte eine App machen, wo man den 3D-Drummer sieht, wo man dann Augmented Reality oder Virtual Reality-mäßig das von jeder Seite anschauen kann. Ich mache mal einen Take, oder? Good shit, ja. Show one. Cool, er zeigt, wenn der Boden berührt. Innovation interessiert, weil für mich bedeutet Innovation Evolution. Aber jetzt wird es ernst, oder? Jetzt verändern wir uns. Was das Nächste ist, wir werden einen Chip im Kopf haben, wir werden halb digital. Wir leben möglicherweise in den letzten Dekaden von rein analog zu sein. Also Technologien werden vielleicht der Einschnitt sein, die Zäsur, wo Menschen nicht mehr werden, kreativ müssen sein und aus diesem Grund nicht mehr kreativ sein werden. Als Künstler geht es darum, eine bessere Realität zu schaffen. Eine bessere Menschlichkeit zu schaffen, im Grossen und Ganzen. Ich glaube, das Wichtigste ist nicht, wie man es macht, oder die Art und Weise. Ob analog, ob digital, ob Schlagzeug, ob Malen, ob ein Buch schreiben. Wichtig ist, dass man Neugier erweckt am vollen Potenzial von unserem Geist. Yeah, well, shit, there's some brains in there, right? And an eye. Disgusting. Disgusting, yeah. Disgusting. I just eat a butt. Oh, I don't know about the eye. I might not do the eye. Mika doesn't eat it. Yeah.
clapping exercise. Es ist ein Exercise, das ich entwickelt habe, um die Handgelenke entwickeln. Das ist auf meiner ersten DVD ist es drauf. Und es hat ein kleines Video, wo ich den Leuten das zeige. Und das hat irgendwie überall eingeschlagen. Es ist so ein bisschen die ganze Welt gemacht, was sie wie Kids. Meine allerersten Kindheitser... Oh! In diesem Haus bin ich aufgewachsen. I grew up in this building. I used to walk around here when I was a kid. Meine ersten Kindheitserinnerungen... Ich war in Hongkong, obwohl ich in der Schweiz geboren bin. Aber mich zurückerinnern, die allerersten Eindrücke, die sind aus Hongkong. Und ich habe das häufig beobachtet, wenn ich im Auto hinten drin gelegen bin, so im Halbschlaf, sehe die Lichter an mir vorbeiziehen. Das war so eine totale magische Wunderwelt. Und die Sehnsucht nach dieser Wunderwelt, die habe ich für den Rest meines Lebens geprägt. Und ich glaube, die Suche nach dieser Glitzerwelt, die Suche nach dieser Farbigkeit, ist vielleicht auch einer von meinen Antrieben, die Magie wiederherzustellen. Für mich selber und auch für andere.